Anpfiff zum Meisterschaftsspiel FC Ringhofer Energie Ramsau gegen FC Dachsteiner Schladming in der Gebietsliga Enstal. Einem Derby mit ordentlicher Brisanz. Immerhin spielen die beiden Kontrahenten um den Abstieg. Und gleich in den ersten Minuten ergibt sich die erste Top-Chance für die Lokalmatadore des FC Ramsau, die jedoch keinen Treffer landen können. Doch das erste Tor lässt nicht lange auf sich warten und so ist es der FC Schladming, der durch Andreas Erlbacher in Minute 6 mit 0:1 in Führung geht. Ganz zur Freude der Fans. Wenige Minuten später dann die vermeintliche Antwort der Ramsauer. Die Chance ist wieder da, das Tor bleibt jedoch aus. In der 27. Spielminute folgt dann das nächste Tor. Aus einer Unachtsamkeit der Ramsauer heraus ist es diesmal Philipp Krall, der das 0:2 für die Schladminger von der Mittellinie aus perfekt macht. So bleibt es auch bis zur Halbzeit. Trotz des Ansporns ihres Trainers Thomas Grünbichler und einiger toller Chancen gelingt es den Ramsauern nicht, den Anschluss zu finden. Ein Tor von Fabio Peralli wird dem FC Ramsau von Schiedsrichter Roland Schweiger wegen vermeintlichen Handspiels aberkannt und auch die Schladminger können keinen Ball mehr in ein Tor verwandeln. Pausenstand somit 0:2 zugunsten des FC Schladming. Erfolgte der Anpfiff des Spiels durch Schiedsrichter Schweiger noch bei Sonnenschein, verdunkelte sich der Himmel im Laufe der ersten Halbzeit zusehends, sodass die zweite Halbzeit dann unter mehr als widrigen Bedingungen stattfinden musste. Die Fans ließen sich die Stimmung jedoch nicht vermiesen und fieberten mit ihren Teams durch die zweite Halbzeit. Gleich zu Beginn dieser sind es dann wieder die Schladminger, die in Form auch nach der Pause behaupten und durch Julian Stauffer das 0:3 gegen den FC Ramsau landen können. Das Derby entwickelte sich dann zu einer wahrhaften Regenschlacht, in der den Spielern so einiges abverlangt wurde. In der 70. Minute dann Elfmeter für den FC Ramsau. Und daraus resultierend das ersehnte erste Tor der Heimmannschaft durch Fabio Peralli. Vorläufiger Spielstand 1:3. Doch knappe 10 Spielminuten später sind es noch einmal die Mannen des FC Schladming, die angetrieben von Trainer Stefan Stocker mit dem 4:1 durch Jakob Passrucker den Sieg in diesem Derby fixieren. Nach dem Spiel resümierten die Trainer. Ja, ich muss auch sagen, gratuliere an Schladming, die waren sicher besser heute, die haben verdient die 3 Punkte da rund gemacht, sie haben auch recht, sie waren quirliger, sie wollten mehr aggressiver. Wir haben es probiert, wir haben es aber absolut nicht geschafft, dass wir einfach den letzten Punch eine da machen und im Endeffekt muss man ihnen gratulieren. Leider sind wir untergegangen, aber so ist halt der Derby. Wir haben's in der letzten Zeit haben es mir ein paar Mal gemacht, ein paar Mal gepunktet und diesmal ist es leider daneben gegangen. Ich glaube, die Jungs waren extrem scharf auf das Spiel heute. Wir haben die ganze Woche gut trainiert, wir haben alles abgerufen, was drin war im Tank und sie haben es super gemacht. Sie waren spielerisch überlegen, meiner Meinung nach. Sie haben noch mehr Torchancen gehabt, als das eigentliche Ergebnis dann mit 4:1 aussagt. Ramsau waren trotzdem immer gefährlich, aber im Stand von 3:0, es waren immer gute Standardsituationen oder gefährliche lange Bälle. Aber die Burschen haben das so gut wegverteidigt. Es war eine Mannschaftsleistung und ich bin extrem stolz auf die Burschen. Echt, war mega. In der Gebietsliga Enstal bleibt nunmehr eine Runde noch zu spielen. Spannend bis zuletzt bleibt es also zweifelsohne. Way back a year ago.